Ja, moin Leute, willkommen zu einer neuen Runde Pickups hier auf meinem Channel. Filme, ein Videospiel und meine absolute Highlight-Figur aus der He-Man New Adventure-Serie. All das seht ihr in diesem Video. Anfangen möchte ich mit einem Videospiel, welches ich mir geholt habe für die PS5. Für die Xbox Series habe ich es leider nicht bekommen. Ich habe nämlich auf den Gebrauchtmarkt danach geguckt, weil ich eigentlich noch beschäftigt war mit Horizon Forbidden West. Das habe ich bis dato gespielt. Ich wollte eigentlich auch erst Horizon zu Ende spielen, doch dann habe ich das Spiel installiert, welches ich jetzt hier für die PS5 gekauft habe. Wollte ganz kurz reingucken, ja, und seitdem ich ganz kurz reingeguckt habe, sind jetzt circa 30 Stunden vergangen. Jede freie Minute versuche ich dieses Spiel zu zocken, weil es macht ultra viel Spaß und Horizon Forbidden West ist, bis dieses Spiel beendet ist, auf jeden Fall nicht mehr in meiner Konsole zu finden. Ja, und die Rede ist von Elden Ring, Freunde von From Software. Ein grandioses Meisterwerk. Also, ich habe Dark Souls gespielt, ich habe Demon Souls gespielt, aber das hier übertrifft bei weitem alles. Eine offene Welt in der Größe und in der Lebendigkeit habe ich noch nie gesehen. Zum Vergleich zu Horizon natürlich hier die Grafik nicht ganz so toll, nicht ganz so effektvoll und so weiter, aber stimmiger ist Elden Ring zu 1000%. Und ich habe noch nie eine Open World gehabt, wo ich so Bock hatte, die zu erkunden, wo ich mich so drin verloren habe und wo ich wirklich dann immer noch gedacht habe, da gehst du jetzt noch mal kurz gucken, dann schauen wir da noch mal eben in der Ecke und zack, waren wieder ein paar Stunden vorbei. Dieses Spiel hat Überraschungen ohne Ende für euch parat, ist vom Schwierigkeitsfaktor natürlich krasser wie ein Horizon oder so, aber auch nicht ganz so krass wie ein Demon Souls oder ein Dark Souls, nach meinem Empfinden. Dennoch ein ordentliches Brett an Schwierigkeitsgrad. Aber dadurch, dass ihr euren Charakter ja aufleveln könnt, werden Gegner, die anfangs unbesiegbar erscheinen, zum späteren Spielverlauf dann doch eher leicht zu besiegen. Wenn ihr euch nur ansatzweise für Videospiele interessiert, Freunde, guckt euch dieses Spiel an. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist ein Traum. Es bekommt von mir eine 10 von 10, in allen Belangen wirklich top. Lediglich die ganz leichten technischen Mängel hier und da sind hervorzuheben, sage ich jetzt mal auf der negativen Seite, aber darüber kann ich ganz, ganz leicht hinwegsehen, wenn ich mir so ein Meisterwerk hier angucke. Eventuell fixen sie das ja auch noch oder so. Also die Framerate ist nicht immer hundertprozentig bei 60 FPS und ihr habt auch teilweise Grafikaufbau und so weiter, auch wenn ihr jetzt einen neuen Gebiet spawnt oder so, dann seht ihr das kurzzeitig, aber das ist wirklich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist ein perfektes Spiel in meinen Augen. 10 von 10. Und ich glaube nicht, dass dies Jahr oder in den nächsten Jahren noch irgendein Spiel hier dran kommen wird. Dann gab es über Facebook zwei Videokassetten und zwar von Knight Rider. Ich hatte in einem der letzten Videos gesagt, dass ich mir die gerne kaufen würde. Zack, hat mich ein Kollege angeschrieben und hat gesagt, er hätte diese beiden Filme für mich parat. Wollte erst tauschen gegen was aus der Moto Origins Line. Da habe ich leider nichts mehr zum Tauschen da gehabt. Und somit hat er gesagt, er gibt mir diese zwei Videokassetten, diese zwei VHS für 20 € inklusive Versand. Fand ich fair. Der ein oder andere wird jetzt sagen, oh, da gebe ich maximal 1 € oder 2 auf dem Flohmarkt für aus, wenn ich es mal sehe. Ist richtig, mache ich in der Regel auch, aber diese beiden Kassetten habe ich wirklich gesucht. Jetzt fehlt mir noch eine aus der Serie, dann bin ich soweit erstmal glücklich und komplett. Einmal Knight Rider, sie sind unschlagbar, sowie Knight Rider, das Schlangenmaul. Werden nicht mehr geguckt, aber ich finde die unheimlich gut vom Cover her, vom Design her und die zieren hier mein Man Cave. Machen echt was her und ich freue mich, diese beiden jetzt in meiner Sammlung begrüßen zu dürfen. Ja, am Wochenende war wieder Flohmarkt-Time und ich habe auf zwei Flohmärkten ganze zwei Filme gefunden. Also es war absolut nichts zu holen diesmal. Zweimal wurde mir was vor der Nase weggekauft. So ist das manchmal, nicht schlimm. Dennoch bin ich echt froh über diese beiden Sachen, die ich gefunden habe. Zum einen diese VHS-Kassette im hundertprozentig neuwertigen Zustand. Ihr könnt das sehen. Sieht wirklich aus wie frisch aus der Folie gezogen. Und zwar ist das Star Wars Rückkehr der Jedi-Ritter. Wunderbar. Auch das immer top als Deko, genau wie die beiden Knight Rider VHS. Ja, und dann gab es an einem Stand neue
Blu-rays zu kaufen. Und ein 4K Ultra HD Film hat mir dann doch das Geld aus der Tasche gezogen. Das waren 30 Euro und zwar The Sadness. Seht ihr hier? Einer der wohl härtesten Zombie-Filme aller Zeiten. Ich habe nur noch nicht gesichtet, habe aber schon viel davon gehört und viel darüber gelesen. Soll wirklich krass abgehen hier in dem Film. Ich werde mir jetzt selber ein Bild davon machen und ich werde euch berichten, wie ich diesen Film fand. Mal schauen. Kommen wir zu meinem Highlight neben Elden Ring diesen Monat und das war eine NA, New Adventure, He-Man-Figur. Hier nochmal kurz Werbung für René Büttner und seinen Laden. Könnt ihr hier sehen, der hat mit diesem Flyer dabei gepackt. Wenn ihr da irgendwie was zu verkaufen habt, also ist ein An- und Verkauf von Vintage-Spielzeug und so weiter, könnt ihr den Guten gerne mal anschreiben, zahlt faire Ankaufspreise, hat aber auch faire Verkaufspreise und er hat nach meinem Video Schattenseiten des Sammelns seine NA-Sammlung ein bisschen ausgedünnt, kam mir jetzt ganz gelegen, hat mich dann auch angeschrieben auf meinen Suchsuite hin bei der Motobros-Gruppe auf Facebook und es geht hier um den Discs of Doom Skeletor. Hier könnt ihr ihn schon mal sehen, im absoluten MINT-Zustand. Keine Gebrauchsspuren, lediglich, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, unterm Auge, da so ein kleiner schwarzer Punkt, ein Bemalungsfehler. Stört mich jetzt ein bisschen, aber alles in allem eine Top-Figur und ich bin froh, den auch so zu haben. Eventuell versuche ich das mal da wegzukriegen, scheint wirklich so ein kleiner Punkt vom Pinsel zu sein. Ja, ansonsten hundertprozentig, ihr seht, auch beide Discs sind dabei. Und hier, der Helm wurde noch nie zugeklappt, alles noch hundertprozentig fest, überhaupt gar keine Farbabriebe. Ja, und das Ganze hat sich so ein bisschen schwieriger gestaltet. Ich war jetzt anderthalb Wochen auf der Suche nach dem Discs of Doom Skeletor und dann hat mich schon jemand angeschrieben und hat mir einen Link zu eBay genannt, ins Ausland, ich glaube Amerika war es, wo ein Mock für 200 Euro plus halt Porto angeboten wurde. Da war ich auch echt schon am Überlegen. Aber meine Schmerzgrenze für diese Figur lag bei 150 Euro, Freunde, sage ich so, wie es ist. René hat mich dann halt angeschrieben, sagt da, du, ich habe den aussortiert, was wäre der dir denn wert? Und dann habe ich ihm auch gesagt, 150 Euro maximal. Er wollte ursprünglich 180 bis 200 haben, hat er mir dann auch gesagt. Aber wir haben uns dann auf 155 Euro inklusive Versand geeinigt. Finde ich persönlich für eine NA-Figur ziemlich viel. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Weil NA war vor ein paar Jahren wirklich noch so das Stiefkind, sage ich mal, zur Masters-Serie. Haben kaum Leute gesammelt. Es waren immer mehr Figuren, also auch mehr Mocs da, als die Sammler kaufen wollten, hatte ich immer das Gefühl, bis auf bei ein paar Figuren. Ja, und der lag so im Mock-Bereich bei 80, maximal 100 Euro und der ist auch hart gestiegen. Ja, ich wollte ihn gerne wieder haben. Ich hatte ihn damals schon lose gehabt und bin jetzt froh, den für 155 Euro inklusive Versand wieder in meiner Sammlung begrüßen zu dürfen. Da bleibt er auch bei meiner kleinen, aber feinen, ihr könnt es jetzt hier im Hintergrund sehen, NA-Sammlung. Ich freue mich, dass er wieder da ist. Schreibt es mir gerne in meine Kommentare, wie ihr das seht mit He-Man New Adventure. Sammelt ihr die oder habt ihr vor, die zu sammeln? Wie findet ihr die Figuren? Ich persönlich sag mal so, das ist 50-50. Es gibt richtig beschissene Figuren, auf Deutsch gesagt, für mein Verständnis. Und es gibt so geniale Figuren wie Disc of Doom Skeletor, den He-Man, Optik, Calamar, also Slush Heat und so weiter. Wirklich geile Figuren und die möchte ich natürlich in meiner Sammlung haben. Mir fehlen jetzt noch ganze drei Stück, dann ist mein persönliches Fullset komplett, so wie der Doomcopter, Skullcopter, Entschuldigung, vom Skeletor, der Hubschrauber. Den möchte ich auch noch sehr gerne in meiner Sammlung haben, lose. Dann bin ich mit dem Thema NA durch. Aber wie gesagt, ich freue mich, diese Figuren wieder in meiner Sammlung besitzen zu dürfen. Ja Leute, das soll es gewesen sein mit meinen Neuzugängen für diesen Monat. Jetzt wird erstmal gespart für die Los Amigos, die ja bekanntlich nächsten Monat stattfindet. Deshalb wird es hier auf meinem Channel weniger Pickups geben, weil ich muss da ein bisschen die Kohle zusammenhalten, weil da ist so viel interessantes Zeug. Ich denke mal, da möchte ich das eine oder andere kaufen. Von daher wird es hier weniger Pickups geben. Nichtsdestotrotz erwartet euch in den nächsten Wochen auf jeden Fall ein Sammlungsupdate. Ich versuche mein neues Format, Sammler aus Leidenschaft, ein bisschen voranzubringen. Bin dann bei jemandem zu Gast, wo ich mich schon sehr drauf freue. Falls ihr da übrigens teilnehmen möchtet, könnt ihr das auch mich gerne wissen lassen. Wenn das nicht zu weit weg ist, findet man da bestimmt mal irgendwie einen Termin, wo ich bei euch aufschlagen kann, euch 15 Fragen stellen und die Sammlung ein bisschen abfilmen.
Das Format kommt ja recht gut an bei euch. Und ja, ich bin gespannt, wer noch alles hier vor meine Linse kommen wird in nächster Zeit. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Vielen Dank fürs Einschalten und jetzt Kommentare schreiben. Und ich würde mich auch über ein Like von euch freuen. Ciao, Leute!